Hallo, mein Name ist Boris. Ich lese heute aus der NSA-Komplex von Marcel Rosenbach und Holger Stark, Edward Snowden und der Weg in die Totalüberwachung. Zweimal hat Edward Snowden sein Intelligenzquotienten testen lassen. Beide Mal lag das Ergebnis über 145. Ein Mann wie er ist kein Befehlsempfänger, er muss überzeugt sein von dem, was er tut. Snowden las und seine Überzeugung schwand. Mehr noch, er war entsetzt. Geheimdienste sind ein Herrschaftsinstrument. Ihre lange Geschichte basiert auf der Erkenntnis, dass Wissen immer auch Macht bedeutet. Bei Snowden, dem anfangs so loyalen Geheimdienstmitarbeiter, der mit seinem Seitenscheitel und der 50er-Jahre-Brille wie ein junger Mitarbeiter an einem naturwissenschaftlichen Institut aussieht, führte sein zunehmendes Wissen jedoch nicht zu einem Gefühl der Macht. Vielmehr fühlte er sich ohnmächtig und fasste einen Entschluss. Er hätte kündigen und einen Job in der IT-Branche suchen können, aber er wählte einen anderen Weg. Wer Edward Snowdens Äußerung aus dem Jahr 2013 betrachtet, erlebt einen reflektierten jungen Mann, der viel über die Gesellschaft nachgedacht hat und einiges an ihr kritisiert. Seine Idee eines idealen Staates umfasst eine funktionierende Gewaltenteilung und aktive Bürger, die einschreiten und das Wort ergreifen, wenn sie es nicht tut. An traditionellen Kriterien gemessen würde man ihn als Linksliberalen einordnen, der das Ideal einer lebendigen und couragierten Zivilgesellschaft propagiert. Der Snowden aus den Chaträumen der Jahre 2001 bis 2009, der im Forum Ars Technica als The True Omar auftritt, hat damit nicht viel gemein. Das verbindende Element zwischen seinen damaligen Ansichten und seiner heutigen Überzeugung ist das Libertäre. Jedoch offenbart er in seinen älteren Chatbeiträgen teilweise sozialdarwinistische Züge und eine sehr amerikanische Sicht auf viele Dinge. Steigende Arbeitslosigkeit sei ein notwendiger Teil des Kapitalismus, argumentiert er zum Beispiel vor 1900, sei nahezu jeder Mensch selbstständig gewesen. Warum soll eine Arbeitslosenquote von 12% so schlimm sein? Das sei doch nichts. Nach der Wahl Barack Obama 2008 wettert er gegen die Sozialsysteme, die der neue US-Präsident mutmaßlich ausbauen werde. Wenn man Geld sparen wolle, so Snowden, müsse man nur diesen Sozialhilfemist streichen. Schließlich habe es die Gesellschaft die vergangenen 100 Jahre auch ganz ohne geschafft. Wachsende Zweifel. In den Jahren in Genf lernt Snowden, was es heißt, für einen amerikanischen Geheimdienst zu arbeiten. Die CIA schreckt vor kaum etwas zurück. Sie hat in ihrer Geschichte demokratisch gewählte Staatschefs ermorden lassen, Umstürze organisiert, amerikanische Staatsbürger überwacht und Todesschwadronen finanziert. Das Geheimdienstgewerbe ist schmutzig. Es gibt zwar Regeln, aber aus der Perspektive der Dienste sind sie oft Auslegungssache. Entscheidend ist der Erfolg. Es ist absehbar, dass diese Haltung für jemanden mit ausgeprägten Moralvorstellungen wie Snowden zum Problem werden wird. In Genf kommt es zu einer Reihe von Zwischenfällen, die er später als Schlüsselszenen beschreiben wird. Ausgestattet mit einer Legende suchen die CIA-Leute den Kontakt und eines Abends verleiten sie den Finanzfachmann laut Snowden erst zum Trinken und ermuntern ihn dann, mit dem eigenen Auto nach Hause zu fahren. Unterwegs soll der Mann in eine fingierte Alkoholkontrolle geraten. Anschließend wollen ihn die Amerikaner mit dem Polizeibericht konfrontieren. So geschieht es. Snowden empfindet das als Erpressung. Es passt nicht zu seiner Moralvorstellung, eine Straftat zu konstruieren, um daraus Kapital schlagen zu können. Dient das dem größeren Ganzen, fragt er seine Freundin. Und wer definiert das größere Ganze? Die Antwort auf letztere Frage ist einfach. Die Führung der CIA, das State Department, das Weiße Haus, der US-Präsident.
all jene, die für die Außenpolitik und die Geheimdienste der USA verantwortlich sind. Doch Snowden fällt es schwer, Autoritäten widerspruchslos zu akzeptieren. Aus einer Behörde, die einst entstanden war, um im Kalten Krieg die Sowjetunion und deren Satellitenstaaten zu überwachen, ist eine Organisation zur Kontrolle des Internets geboren. Ein maßloser Moloch, der über ein einzigartiges Arsenal verfügt. Die Waffen der NASA, der NSA tragen Namen wie Quantum, Prism oder Tempora. Und es gibt kaum einen Ort auf dieser Welt, an dem sie nicht eingesetzt werden. Zusammengenommen ergeben sie eine einzigartige Matrix der globalen Überwachung. Wie genau der Zugriff funktioniert, zeigt das Beispiel eines der großen Glasfaserkabel zwischen Europa und dem fernen Osten. Intern unter der Sammelstelle US-3171 verbucht. Pro Tag werden durch dieses Kabel 25 Petabyte Daten übertragen, eine Datenmenge, die etwa 12 Milliarden Liedern im MP3-Format entspricht. Zwischen 3 und 6 Petabyte an Daten, etwa 1,5 bis 3 Milliarden Lieder, scannen die Computer der NSA. Sie durchsuchen die Daten nach Stichworten, die von einem für die Erfassung von Zielen zuständigen Referat festgelegt wurden und die einer vom Weißen Haus vorgegebenen Liste mit Länderschwerpunkten folgen. Ausgesiebt werden zwischen 10% und 40% Metadaten, ebenso wie Inhalte, Telefongespräche und so weiter. Am Ende des Selektionsprozesses werden in zwei Datenbanken 43 GB und 132 GB Daten eingespeist, die dann von verschiedenen Abteilungen der NSA weiterverarbeitet werden. All dies geschieht in einem einzigen Tag. Das war der NSA-Komplex von Edward Snowden und der Weg in die totale Überwachung. Heute ist der Internet Privacy Day und ich danke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns.